a very wet night in North London, and the rain continues to come down. No sign of a break in the weather, and certainly no sign of a break in the rain. Well, they've gone further behind, and I'm afraid the fingers are being pointed at the goalkeeper. Minute to play of added time. This is the chance. And is this the moment for them? Saved it! Well, that's top-class goalkeeping. FIFA 15. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 15. Ultimate Team Part 2. Ja, der erste Part ist schon länger draußen, aber ich hatte einige Probleme mit meinem Ultimate Team Modus. Von daher seid mir nicht böse. Und warum hat es jetzt... Ach, okay. Und zwar möchte ich dieses Let's Play in dem ersten Teil, also ich möchte zumindest bis Ende des Jahres das Let's Play in zwei Teile schneiden. Und zwar, einmal wird es ein, also diese Parts werden immer in zwei Teilen ablaufen. Einmal in einem Teil, wo ich euch meine Mannschaft zeige, und einem Teil, wo ich euch ein Spiel zeige. Und zwar müsst ihr das euch so vorstellen, ich habe ja immer noch meine 15-Minuten-Grenze. Das heißt, ich darf nicht länger hochladen als 15 Minuten. So habe ich mich entschieden dazu, dass ich das so mache, euch mal ein paar zeige. Also heißt, ein paar zeige ich euch meine Mannschaft. Und dann im zweiten Teil zeige ich euch das Spiel. Heißt, das ist jetzt Part 2.1. Der nächste, also der andere Part kommt heute noch. Und zwar... Part 2.2 ist ein bisschen strange, ich weiß, aber ich muss es so machen, weil ich habe halt diese Grenze. Und wir gucken uns erstmal meine Mannschaften an. Das ist meine allererste Mannschaft. Im Tor habe ich zurzeit Jaroslav Dropnik. Ich habe mit den ganzen Mannschaften auch schon mal ein Spiel gespielt. Im Tor in meiner Bundesliga-Mannschaft habe ich Jaroslav Dropnik. Rechts habe ich Hurme, ist ein Finne. In der Innenverteidigung habe ich Sebastian Brödel. In der Innenverteidigung habe ich dazu noch Welker. Links habe ich Teslara. Im rechten Mittelfeld habe ich Isat Hajrovic. Im zentraldefensiven Mittelfeld Roman Neustädter. Auf links steht Valentin Stocker. Im zentraloffensiven Mittelfeld ist Maxi Arnold. Und Filip Djurdjic. Und vorne im Sturm ist Nabil Gilas. Das ist meine Mannschaft. So, und meine zweite Mannschaft, meine Basketball Premier League Mannschaft. Ich spiele wieder mit einer Bundesliga und einer Basketball Premier League Mannschaft. Im Tor habe ich jetzt Brad Guzman. Dann habe ich hier Zibre, Sangre, Abidal und Quitin, der ist leider noch zurzeit verletzt. Im zentraldefensiven Mittelfeld habe ich Van Hanma. Und im Mittelfeld Ricardo Alvarez und Shamak. Rechts außen auf dem Flügel ist Sissoko, vorne im Sturm Steve Fletcher und auf dem linken Flügel der zurzeit verletzte Shadley. Ja, dadurch, dass hier noch einige Spieler verletzt sind, hier spiele ich übrigens im 4-3-3 in Klammern 2
Und in dieser Mannschaft spiele ich im 4-5-1-System. Wir kommen aber erstmal zu den Neuerungen von FIFA 50 Ultimate Team. Und zwar können wir jetzt Spieler leihen. Das heißt, wir können zum Beispiel jetzt Arjen Robben uns leihen. Ja, unfassbar, Leute. Wir können uns jetzt Arjen Robben holen und mit dem drei Spieler spielen. Wir könnten auch uns zum Beispiel Diego Godinho, ein Gareth Bale, ein Hulk, ein Rojo und es gibt noch einige weitere Spieler im Shop-Katalog. Das zu den Neuerungen. Übrigens sind auch die Torhüter besser, das merkt man in FIFA. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich auch noch eine dritte Mannschaft. Und zwar habe ich bemerkt, in diesem FIFA 15 sind die Spieler öfters mal verletzt und vor allen Dingen auch nicht nur so für ein Spiel, damit du immer so hin und her tauschen musst, sondern auch mal für zwei Spiele. Zum Beispiel er hier ist immer noch ein Spiel verletzt. Deswegen habe ich mir hier so eine zusammengerupfte Rumpftruppe gebastelt, mit der ich offline spiele. Das heißt, mit den zwei Mannschaften spiele ich immer online und mit der anderen Mannschaft spiele ich offline. Wie ihr seht, habe ich schon drei Siege, heißt hier ein Sieg und da zwei Siege. Es gibt immer noch die gleichen Sets, aber nun in anderer Auflistung. Nur die Auflösung ist anders. Es gibt auch schon ein paar Promo-Sets, und zwar hier 15.000er und 30.000er Pack. Wie ihr seht, habe ich schon, sage und schreibe, 8.800 Münzen. Und ich möchte am Anfang halt ein bisschen mehr Coins verdienen. Ich möchte euch überhaupt erstmal das neue FIFA 15 in diesem Part 2.1 ein bisschen näher bringen. Und dann die restlichen Parts machen wir dann wahrscheinlich keinen Zweifel. Erstmal gibt es hier dieses neue Matchday. Ich bin der Fan von Werder Bremen, deswegen habe ich Werder Bremen ausgesucht. Und wie ihr seht, spielen wir als nächstes gegen den Sportclub Freiburg. Und da sehen wir zum Beispiel einige Geschichten, wie zum Beispiel hier Bremen verzweifelt am eigenen Schicksal. Tabelle schaut natürlich nicht gut aus. Bremen, Robin Dutt verfasst traurige Lage, bla bla bla. Und dann hat man hier einen richtig schönen großen Spielbericht. Weiterhin sehen wir hier vom nächsten Spiel die besten Torjäger. Das sind von Werder Bremen Franco Di Santo und vom Sportclub Freiburg ist das Mike Franz. Dann sehen wir hier noch die zurzeitige Teamform und Verletzung und Sperren. Hier sehen wir die Tabelle, wo Werder Bremen zurzeit steht. Wir stehen leider auf Platz 16 vor dem VfB Stuttgart und dem Hamburger Sportverein. Die Hamburger sind ja schon ziemlich schwach, aber wir auch zurzeit, auch die Stuttgarter. Also vor allen Dingen auch dieses Spiel Freiburg gegen Bremen ist ein interessantes Spiel, weil es halt für beide Mannschaften, die müssen eigentlich gewinnen. Dann hier sehen wir noch die Top-Torjägerliste mit hier zurzeit Shinji Okazaki, Götze, Di Santo, Ronny, Shiba, El Yunusi und Kachunga. Ach ja, stimmt, ich muss euch noch was zum Ultimate Team zeigen. Karrieremodus ist immer noch klar. Es gibt ein paar neue Skillspiele. Die kann ich euch leider nicht zeigen. Denn das neue FIFA sieht deutlich besser aus. Auf dem PC wohlgemerkt. Ach ja, stimmt, ich wollte euch noch was zeigen. Weil diese neue Ignite Engine, die für PlayStation 4 und Xbox One schon drin ist, die haben jetzt auch die PC-Leute. Team der Woche kann ich euch später zeigen, aber ich möchte euch hier den Katalog zeigen, exklusiv für Ultimate Team. Und zwar möchte ich da einiges aktivieren. Also hier, wir schalten, machen wir mal nicht 200, doch 200 hier, 5 Spiele einlösen. Damit kriegen wir jetzt jedes Mal, wenn wir ein Spiel beendet haben, 200 Münzen und zwar 5 Spiele lang. Es gab mal einen Bug in FIFA 14 Ultimate Team. Da hat ein Spieler das Spiel so krass gehackt, dass man diese Münzen unendlich lang. Also man kann sich hier auch in den ersten Level welche Spiele ausleihen, also hier vom Shop-Katalog in die Mannschaft nehmen für Ultimate Team. Extra Speicherplatz werde ich, denke mal, auch irgendwann noch machen. Luca Toni haben wir hier zum Beispiel, Soriano. Wen gibt es hier noch? William Sterling. Hier gibt es zum Beispiel 200 Münzen nochmal. Dann 99 Spielervertrag. Ramsey und Matuidi. Vereinsnamen ändern. Wesley Snyder. 1000 Münzen in 10 Spielen. Also James Rodriguez. Arturo Vidal. 200 in 15. Gareth Bale. Robert Lewandowski. Er ist aber noch ein bisschen anders. Also hier ist er noch in seinem alten Trikot, aber man hätte ihn dann in Bayern München Trikot. 1000 Münzen in 5 Spielen, 200 in 5 Spielen nochmal, also dann hat
Dann hier nochmal 1000 Münzen, nochmal 1000 Münzen. Hier nochmal 1000. Das habe ich aber leider noch nicht freigeschaltet. Hier nochmal 1000 Münzen in 10 Spielen, nochmal 1000 Münzen in 15 Spielen und 1000 Münzen in 15. Also der beste Spieler, den man hier bekommt, ist Robert Lewandowski. Ich weiß nicht, ob das nach Land geordnet ist. Und das haben wir zurzeit halt drin. So. Also diese Spieler kann man sich alle leihen und dann kann man mit denen spielen. Also ich könnte jetzt mir zum Beispiel einen Arjen Robben runterladen und könnte mit denen spielen. Einfach so. Und könnte den statt Isa Tajrovic reinbringen. Aber das Problem ist natürlich, dass wir dann stärkere Gegner bekommen. Und ich bin halt eigentlich der Fan davon, dass man sich eine Mannschaft schön, richtig schön aufbaut und nicht direkt mit einer richtigen Kloppertruppe beginnt. Also ich bin halt lieber der Fan, der Spieler austestet und mal gucken will, ich sag mal später, wenn ich richtig, richtig viel Coins habe und so, dann hole ich mir zu 100% mal so einen Godin Bale oder einen Hulk oder einen Lewandowski oder einen Robben. So für drei Spiele ist klar. Man sieht auch hier den aktuellen Wert der Spiele, zum Beispiel Arjen Robben kostet jetzt auf dem Markt zurzeit sagen und schreibe 273.000 Münzen, 130 Coins, so viel ist er zurzeit auf dem Transfermarkt wert. Dann hat man hier auch noch eine Team-Squad-Mannschaft und zwar ein Konzept-Team. Ja, da kann man sich einiges ausruhen, das zeige ich euch auch noch. Und da habe ich zurzeit Casillas im Tor, rechts Dani Alves, Ramos und Pepe in der Verteidigung, links Marcello, Gidira im zentral-defensiven Mittelfeld, Iniesta und Modric im zentralen Mittelfeld, Messi in der Mittelstürmerposition, Bale rechts und Ronaldo links. Hier seht ihr noch meine Bank. Ja, ich habe so einen Neymar auf der Bank. Ich möchte euch davon eigentlich so, kann ich, genau. Machen wir mal selbst aufbauen. Ja, wie nennen wir jetzt die Mannschaft? Dream Team. Wir nennen sie mal Dream Team. Ich möchte euch das einfach mal zeigen. Dream Team nennen wir sie mal. Okay. So, dann, oh. Okay, okay. Achso, okay, ist anders aufgebaut, wie ich dachte. Ich wollte, achso, hier, Konzepten. Vorgefertigte Mannschaften anwenden. Und zwar können wir hier nur vorgefertigte Mannschaften nehmen. Also wir könnten hier zum Beispiel auch ein Bundesliga-Team nehmen. Das werde ich jetzt auch gleich machen, damit ich euch das zeigen kann. Hier haben wir ein Basel BBVO-Team. Also es wird immer wieder so ein bisschen geändert. Aber ich würde sagen, wir machen mal ein Bundesliga-Team als Konzept-Team. Damit ich euch das ein bisschen zeigen kann. Hier haben wir zum Beispiel... Ja, ich will euch das selber erklären. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die besten Spieler drin. Ich glaube, mit der Mannschaft könnte man jetzt zum Beispiel auch spielen. Lahm, Robben hätten wir jetzt auch zum Beispiel drin. Packen wir jetzt mal rein. Also man kann sich das ja auch noch selber zusammenbasteln. Hier ein Ribéry. Hätten wir Reus, hätten wir noch einen Kiesling. Also wir hätten hier die besten Bundesliga-Spieler, die es überhaupt gibt in FIFA 15. Und könnten mit der jetzt spielen. Also ich könnte jetzt hier rausgehen und könnte mit deren Online-Spiel machen. Das heißt, für die Leute, die sich einfach keine Mannschaften zusammenbauen wollen, sondern einfach direkt mit einer richtigen Kloppertruppe beginnen wollen, die können mit dieser Mannschaft halt spielen, wenn sie denn das möchten. Ich weiß aber nicht, wie das richtig funktioniert, weil ich bin halt dieser Typ FIFA-Spieler, der halt das jetzt nicht macht. So, und von daher werden wir gleich am allerersten Part mit meiner Bundesliga-Mannschaft spielen. Und ich zeige euch denn jetzt gleich das Spiel. Also ich mache jetzt einen Cut. Ihr könnt euch dann Part 2.2 angucken. Bis dann.